Ach ja, die Citadel, der schönste Ort im Mass Effect und eins der schönsten Orte. Diesmal erledigen wir mal. Reden wir diesmal mit Anderson, unserem alten Freund. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeit, Sir. Und die Ladezeiten sind auch wieder mit dabei. Ach, bevor ich mit Anderson rede, könnte ich, ich bin ja letztes Mal, als ich auf der Citadel war, in den letzten zwei, drei Folgen, da vorne hingelatscht. Ich renne mal hier mal lang. Dann war das Essen nochmal gewesen, was ich für den Chefkoch holen sollte. Aber ihr sollt hier noch eine Nebenmission sein. War ich nicht in der letzten Folge schon? Aber. Ja, doch, war ich. Oh. Mein Fehler. Nämlich, es gibt hier noch irgendwo im Mass Effect 2 hier auf der Seite noch eine Nebenmission. Ich weiß, dass sie hier ist, aber ich weiß nicht, wann sie auftritt. Dementsprechend müsste es eventuell sein, dass ich mehrmals hier abgrasen muss. Hallo, Foggy. Hä? Ja, Sie, stecken Sie fest, Sir? Na gut. Ich dachte schon, was macht der Torianer mit dem wahren Koraner da? Okay, gehen wir ab zum Präsidium. Okay, jetzt macht die Flugbahn etwas mehr Sinn. Dieses Treffen wäre produktiver, wenn Odina sich anschließen würde. Mein Berater ist nicht verfügbar. Als Ratsherr bin ich die Stimme der Menschheit und der Allianz. Shepard wird in Kürze... Oh, Commander, wir haben gerade von Ihnen gesprochen. Anderson, altes Häuschen, wie geht's dir? Es ist lange her, Anderson. Ich hoffe, die vergangenen Jahre waren gut zu Ihnen. Es gab ein paar Stolpersteine. Es ist gut, dass Sie wieder da sind. Wir haben viele Gerüchte über Ihre unerwartete Rückkehr gehört. Einige davon sind beunruhigend. Wir haben dieses Treffen einberufen, damit Sie Ihre Vorgehensweise erklären können, Shepard. Das sind wir Ihnen schuldig. Schließlich haben Sie bei der Schlacht gegen Saren und seine Geth unser Leben gerettet. Die Kollektoren entführen Kolonisten der Menschen in den Terminus-Systemen. Und schlimmer noch, wir glauben, dass sie für die Reaper arbeiten. Die Terminus-Systeme liegen außerhalb unserer Zuständigkeit. Und das wussten Ihre Kolonisten, als sie den Ratssektor verließen. Sie übersehen dabei ein wichtiges Detail, Ratsherr. Die Reaper sind darin verwickelt. Ja, natürlich, die Reaper. Jene unsterbliche Spezies intelligenter Raumschiffe, die angeblich in den Tiefen des Raums lauert. Wir haben diesen Ansatz zurückgewiesen. Shepard, außer Ihnen hat niemand das Hologramm auf Ilos gesehen, das Ihnen die Wahrheit über die Reaper verraten hat. Nur Sie und Ihre Crew haben jemals mit der Sovereign gesprochen. Ich glaube Ihnen... Aber ohne Beweise aus anderen Quellen werden die anderen weiterhin denken, dass Saren hinter den Angriffen der Geth gesteckt hat. Saren war ein organisches Wesen. Die Geth hätten ihn niemals als Anführer akzeptiert. Sie sind ihm nur gefolgt, weil er für die Sovereign gearbeitet hat. Saren war ein faszinierendes und charismatisches Individuum. Er hat die Geth davon überzeugt, dass die Reaper real sind. Genau wie er sie davon überzeugt hat. Es gehörte zu seinem Plan, die Citadel anzugreifen. Die Reaper sind lediglich ein Mythos, den sie beharrlich ins Feld führen. Wir glauben, dass sie das glauben, aber deshalb muss es noch lange nicht wahr sein. Dieser Rat ist so dumm und dämlich wie wie der Senat aus Star Wars Republik. Gehen Sie zurück nach Ilos und reden Sie mit Vigil. Oder sehen Sie sich die Überreste der Sovereign an. Die Technologie ist der unseren ganz offensichtlich überlegen. Das Hologramm auf Ilos funktioniert nicht mehr und wir haben keine Indizien dafür gefunden, dass die Sovereign kein Werk der Geth war. Die Geth sind zu beeindruckenden technischen Errungenschaften fähig. Vermutlich hat Saren sie genau deshalb rekrutiert. Diese Reaper-Theorie belegt nur, wie angeschlagen ihr Geisteszustand ist. Sie wurden manipuliert von Cerberus und davor von Saren. Komisch, wenn Regierungen drüber reden, du wirst indoktriniert, glaubt den allen gegenüber nicht und wenn sie selber machen, na. Ich habe Saren davon abgehalten, die Citadel zu erobern. Ich habe Menschenleben geopfert, um diesen Rat zu retten. Wir befinden uns in einer schwierigen Lage, Shepard. Sie arbeiten für Cerberus, einen erklärten Feind des Rats. Das ist Verrat, ein Kapitalverbrechen. Das geht zu weit. Shepard ist ein Held. Als Mitglied dieses Rates werde ich diese Schönfärberei nicht länger dulden. Vielleicht gibt es einen Kompromiss.
keine öffentliche Anerkennung angesichts ihrer Kontakte, aber etwas Unterstützung am Rande. Shepard, wenn Sie sich bedeckt halten und Ihr Operationsgebiet auf die Terminus-Systeme beschränken, bietet Ihnen der Rat die Wiedereinstellung als Spectre an. Wiedereinstellung? Lenken Sie mich am... Ich freue mich schon, wenn ich bewusste spiele und das sagen kann. Ach, das ist so schön. Was soll das heißen? Muss ich dann anfangen, Berichte einzureichen? Das wird nicht nötig sein. Wir wollen damit nur unseren guten Willen unter Beweis stellen. Wir können uns nicht an einer Untersuchung der verschwundenen Kolonien in den Terminus-Systemen beteiligen. Aber als Zeichen unserer persönlichen Wertschätzung würden wir sie wieder als Spectre einstellen. Mhm. Na gut. Ich nehme Ihr Angebot an. Es ist gut, den Rat auf meiner Seite zu wissen. Viel Glück bei Ihren Nachforschungen, Shepard. Wir hoffen auf eine rasche Lösung und auf ein baldiges Ende Ihrer Verbindung mit Cerberus. Na, das lief doch besser als erwartet. Ihnen ist natürlich klar, dass das Angebot des Rats rein symbolisch ist. Unternommen wird gar nichts. Shepard und Garrus, was macht die beiden? Auch wenn sie nicht helfen, empfiehlt es sich doch, sich weiterhin gut mit ihnen zu stellen. Wohl wahr. Machen Sie sich keine Sorge um den Rat oder die Allianz. Ich finde schon einen Weg, Ihnen den Rücken frei zu halten. Das dürfte kein Problem sein, solange Sie in den Terminus-Systemen bleiben. Ja, ihr... Anderson, wir müssen reden. Shepard, was machen Sie denn hier? Nee, nicht du noch. Na gut, ich besuche einen Freund. Kurze Stippvisite, um zu sehen, wie es Anderson geht. Sie müssen mich nicht decken. Ich habe Shepard eingeladen, mit dem Rat zu sprechen. Wir haben unser Treffen soeben beendet. Sie haben was? Ratsherr, haben Sie schon mal den Begriff politischer Selbstmord gehört? Muss er immer meckern. Der Rat hat meinen Status als Spectre wieder aktiviert. Sie sind zufrieden, wenn ich in den Terminus-Systemen bleibe. Ja, dieses Arrangement könnte in der Tat beiden Seiten zum Vorteil gereichen. Aber Sie hätten so einen Schritt wirklich nicht unternehmen sollen, ohne vorher mit mir Rücksprache zu halten, Ratsherr. Ich bin Ihnen keine Rechenschaft schuldig, Odina. Warum gehen Sie nicht in Ihr Büro und denken darüber mal eine Weile nach? Natürlich, Ratsherr. Schönen Tag noch Ihnen beiden. Tut mir leid. Odina hat nie verkraftet, dass ich den Sitz im Rat bekommen habe und nicht er. Manchmal muss ich ihn eben zurechtweisen. Naja, wenn es Ärger gibt, machst du ihm Mass Effect 1 und hau ihn an rüber. Odina macht nur seine Arbeit. Wohl wahr. Er ist durchaus nützlich. Und wenn auf der Citadel etwas erledigt werden muss, weiß er genau, an wen man sich dafür wenden muss. Außerdem nimmt er mit Wonne all die offiziellen diplomatischen Pflichten wahr, für die ich gar keine Zeit hätte. So, alter Freund, reden wir mal ein bisschen. Wie lange hat es nach der Schlacht gedauert, hier alles wieder zum Laufen zu bringen? Wir sind noch mittendrin. Die Handelszentren und die am dichtesten bevölkerten Bezirke sind fertig. Aber mit der völligen Wiederherstellung ist erst in rund 5 Jahren zu rechnen. Was? Aber die Keeper überraschen uns immer wieder. Als ob unsere Reparaturen sie stören würden. Wir stellen irgendein hässliches neues Teil auf und ein paar Tage später haben sie es wunderbar verschönert und integriert. Für schwere Bauvorhaben sind sie eigentlich gar nicht gedacht. Und ich habe keine Ahnung, woher sie die Ressourcen nehmen. Aber ohne sie würden wir niemals fertig werden. Ich will nicht böse sein, aber seid ihr gerade alle unfähig? Okay, da ist eine große Schlacht, die am Ende von Mass Effect 1 getroffen wurde. Aber es kann doch nicht über 7 Jahre oder sowas dauern, das alles instand zu setzen. Der Schaden war so groß war jetzt auch nicht. Es überrascht mich, dass niemand erkennt, dass die Sovereign keine Technologie der Geth ist. Wurde denn das Wrack nicht untersucht? Da gibt's nicht viel zu sehen. Überall auf der Station hat es Teile davon geregnet. Es herrschte Chaos und unzählige Spezies haben in den Bezirken ihre Toten gesucht. Wir haben so viel geborgen, wie wir konnten. Aber wegen der Keeper und nicht autorisierter Bergungen liegt heute weniger als die Hälfte von dem Ding vor. Außerdem wollen sie nicht zugeben, was die Sovereign war. Ich will nicht unhöflich sein, aber selbst weniger als die Hälfte reicht schon eigentlich aus, um zu erkennen, was das ist. Würde man eigentlich meinen. Mein letzter Stand ist, dass wir immer noch Widerstandsnester bekämpfen. Hier und dort. Aber die sind zunehmend schlechter organisiert. Krieg kann man das schon lange nicht mehr nennen.
Es ist eher eine Aufräumaktion. Ich würde sie noch nicht völlig vernachlässigen, aber relevante Verluste haben wir schon seit Monaten nicht mehr. Wenn ein ziviles Schiff ein Nest entdeckt, schicken wir eine Einheit und heben es aus. Sie sind für uns keine Schreckgestalten mehr, so wie früher. Ja, die Geth aus Mass Effect 1, die wir begegnet sind. Also, ja. Wenn wir noch mehr oder weniger noch ein paar interessante Sachen erleben noch. Ashley Williams war auf Horizon. Sie sagte, sie würde Cerberus durchleuchten. Ich weiß. Ich habe die Mission genehmigt. Wir mussten herausfinden, ob Cerberus hinter den verschwundenen Kolonisten steckt. Ich konnte niemandem davon erzählen, ohne die Untersuchung zu gefährden. Tut mir leid. Ich dachte, wir wären Freunde. Ich hätte nicht erwartet, dass sie etwas hinter meinem Rücken machen. Zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nichts von ihnen. Und selbst wenn, hätten wir ihnen nichts gesagt. Der Unbekannte hätte sie doch manipulieren können. Sie belügen. Der Bericht hat dann ihre Geschichte bestätigt. Ich traue Cerberus zwar immer noch nicht, aber es stimmt, dass die Verschleppung der Kolonisten auf das Konto der Kollektoren geht. Leider hat Williams nichts gefunden, um den Rat davon zu überzeugen, dass die Reaper dahinter stecken. Oder dass sie auch nur existieren. Na gut, wie ist dir sonst ergangen? Wie ist es Ihnen in den letzten Jahren ergangen? Der Sitz im Rat ist nicht das, was ich mir für meinen Lebensabend vorgestellt hatte. Manchmal habe ich das Gefühl, ich würde ständig mit dem Kopf gegen eine Wand rennen. Die Wahrheit über die Sovereign zu kennen, ist eine große Belastung. Ein Albtraum. Ich kann schon verstehen, warum andere es nicht glauben wollen. Aber ich weiß, wie wichtig es ist. Also versuche ich es weiter. Immer einen guten Kampf liefern, richtig? Na, du solltest mit mir kommen, alter Freund. Vergessen Sie Udina und den Rat. Schließen Sie sich meiner Crew im Kampf gegen die Kollektoren an. Ich bin zu alt, um durch die Galaxie zu rasen. Und trotz aller Klagen habe ich hier eine wichtige Aufgabe zu erledigen. Die Front, die gehört Ihnen. Oh, schade. Ist ja irgendwie cool, wenn man ihn als Crewmitglied haben könnte, den alten Freund. Ich gehe jetzt besser. Natürlich, Shepard, ich verstehe. Ich würde gern mehr für Sie tun, aber wenn Sie was zu besprechen haben, finden Sie mich immer hier. Aber tun Sie mir einen Gefallen und seien Sie vorsichtig. Man kann Cerberus nicht trauen. Das stimmt zwar, aber die haben nicht in allen Sachen Unrecht. Also sollte man einen gewissen Bonus abgeben, je nachdem. Nun gut, dann haben wir das Wichtige erledigt. Dann zurück zu meinem Schiffchen. Irgendwie interessant. Damals im Mass Effect 1 ist man noch, wenn man zu Schiff geht, wäre man nur ein Schiff reingelaufen. Kann man da noch Gespräche führen. Und wenn man noch was vergessen hat, kann man schnell zur Zitadelle rückgehen. Und im Mass Effect 2, wenn man noch zu Normandy geht, fliegt man direkt von der Zitadelle weg. Na gut. Okay, ich überlege gerade, was... Könnte noch mit Tali oder so reden. Machen wir... Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Jo, aber erstmal muss geforscht werden. Oh, ach ja, das habe ich schon alles. Kopfschuss. Um welchen Teil des... Nein, wollte ich nicht. Das ist das technische Labor der Normandy, wo Sie neue Upgrades erforschen können, die dann die Leistung des Schiffes oder des Teams verbessern. Alle Upgrades können im Labor der Normandy entwickelt werden, sofern Sie vorher die dazu nötigen Ressourcen beschafft haben. Sie finden diese Ressourcen, indem Sie Planeten scannen oder während der Missionen danach suchen. Gut, kurzer Cut. So, klar, Cut zu Ende. Nochmal weiter Upgrades. Zack. 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 Mensch, das kostet echt viel alles. Na gut, kann man mitnehmen. Die Kanone, ich glaube, die Schussausrüstung mache ich mit als letztes nochmal ein bisschen extra. Sag nicht, und dann nochmal drauf. Der Schaden, jawohl, das ist, läuft doch supi. Der Geth, Schilde, das versteht uns richtig. Nette Kanone brauche ich nicht. Schönes Training. Sekunde. Wupp. Okay, neue Kräfte brauchen wir erstmal nicht. Kurz mit Joker reden, mal gucken, ob er was Neues auf Berat hat. Alter, hey, Joker. Wie geht's?
5,12, Neigung 64,18, Gierung 10,28. Sekunde mal, der PC spinnt wieder ein bisschen. Entschuldigung. Joker, kannst du ruhig weiterreden. Auf der Außenkamera ist ein Daumenabdruck. Das wird mich jetzt wieder ewig nerven. Aha, sicher. Wir brauchen eine Ablenkschüssel, damit ich das Scheißding neu ausrichten kann. Aha. Na, was zu sagen, Joker? Deutsches Haus. Nö? Nicht? Aerogel-Anzeigen und Festkörperoptik. Alles so primitiv. Mann, ich kann die Zukunft kaum erwarten. Na, da bin ich mal gespannt, was alles noch passieren wird. Nun dann. Nun gut. Mit Jacob ist eigentlich nichts mehr wirklich, also ich kann nochmal mit ihm schnell reden. Natürlich will ich noch mit gleich mal kurz mal Gervais ein bisschen schnacken. Jo. Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Es geht mir eigentlich mehr darum, mich ein wenig zu unterhalten. Es geht mir gut, Shepard. Ich bin für alles bereit. Wir leben, können laut werden und auf der Citadel ein paar Drinks verschütten. Na gut. Wir sprechen später. Commander. Erst mit Jacob kommt jetzt wirklich niemand wirklich viel mehr reden, das ich schade finde, aber naja. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Bin schon wieder unbeliebt, ne? Naja. Ich kann mal kurz noch schnell mit Said reden. Vielleicht hat er noch einen kleinen Kommentar zu bemeckern über Gervais Notizmission. Hoffentlich hört man den PC gerade nicht, dass er hinter dem Grund ein bisschen arbeitet. Das wird ziemlich ätzend. So. Um welchen Teil des Schiffes? Nein, ich hatte das schon. Das ist vorerst alles. Ich melde Sie ab, Shepard. Oh. Wollen Sie noch eine Lektion? Hm. Brauchen Sie Shepard? Tun Sie es nicht, das Zeug bringt Sie um. Ich kannte damals so einen jungen Waffenhändler, halb so alt wie Sie vermutlich. Der arme Kerl hat zu nah an einem Sprengstofflager geraucht, hat die Kippe weggeschnippt und sich selbst in die Luft gejagt. Ich habe früher mal so ein paar verbrannte Erdeaufträge gemacht. Doch dann haben die Batallianer angefangen, die Muskeln spielen zu lassen. Terrortaktiken beherrscht einfach niemand so wie die. Ich meine, die Kroganer greifen dich an, polieren dir die Fresse, töten deine Familie. Aber die Batallianer, die machen ohne mit der Wimper zu zucken aus deinem Planeten einen Glasparkplatz. Ja, okay, das ist halt extrem. Ich sollte sie gehen lassen. Wir unterhalten uns später weiter, Shepard. Jo. Mit Jack sollte ich wahrscheinlich auch in der nächsten Folge mal wieder reden. Hey. Hat er was zu sagen? Nö. Tali. Shepard, was kann ich für Sie tun? Wie geht's Ihnen? Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Sicher. Lassen Sie mich nur schnell... Komm schon, du kleiner Bastard. Oh, Verzeihung. Ich habe ein bisschen Fieber und lasse es jetzt an dem armen Antriebskern aus. Keine Sorge, es ist nichts Ernstes. Ich war bei der Anzugreparatur unvorsichtig. Sie sind krank? Brauchen Sie Hilfe? Oder Bettruhe? Wirklich, ist halb so wild. Wenn uns eine entlaufene Bakterie umbringen könnte, wären wir schon längst alle tot. Das Fieber ist in ein, zwei Tagen wieder weg. Keine Sorge. Es wird meine Leistung bei der Mission nicht beeinträchtigen. Eigentlich ist es nicht mal eine Krankheit. Wir machen da in Wahrheit eine akute allergische Reaktion durch. Wie läuft die Krankheit genau ab? Ist es eine allergische Reaktion? Ja. Nehmen wir an, ich werde einer Krankheit der Menschen ausgesetzt. So wie... Was hatte Navigator Presley damals? Windpocken? Ich würde keine Windpocken bekommen. Aber die Reaktion meines Systems auf die Eindringlinge wäre hohes Fieber. Je nachdem, wo es mich trifft, sind auch andere Symptome möglich. Übelkeit, Erbrechen. Alles, was man halt so hat, wenn man krank ist. Ja. Wie sind Sie diesmal krank geworden? Ich wurde bei dem Kampf auf der Alarai getroffen. Nichts Schlimmes, aber ich musste meinen Anzug öffnen, um die Wunde zu untersuchen. Ich habe alles korrekt desinfiziert, aber eines der Abschnittsiegel war beschädigt und Fremdkörper konnten die desinfizierte Zone verlassen. Es war ein dummer Fehler. Vor einer lokalen Behandlung überprüft man immer seine Siegel.
Außer man vergisst es. Dann kriegt man so ein verdammtes Fieber. Aha. Sie können Teile Ihres Anzugs abschotten? Ja, so ähnlich wie Notfalltüren bei einem Schiff, wenn die Hülle durchschlagen wird. Eine Infektion im Blutkreislauf hält das zwar nicht auf, aber eine Oberflächeninfektion kann sich dann nicht ausbreiten. Hm. Interessant. Waren Ihre Immunsysteme stärker, bevor die Geth Sie von Ihrer Heimatwelt vertrieben haben? Bestimmt nicht so stark wie die von anderen Spezies. Ich bin zwar keine Biologin, aber es gibt darüber eine Theorie. Weil es auf unserem Planeten keine Insekten gab, gingen die Pflanzen Symbiosen mit größeren Tieren ein, um ihre Samen oder Pollen zu verbreiten. Die meisten Viren auf unserer Welt waren zumindest teilweise nützlich, also war unser Immunsystem ohnehin schwach entwickelt. Es passte sich einer Kontaminierung eher an, als sie zu bekämpfen. Aha. Okay, und noch Planeten? Aber Quarianer haben doch andere Welten kolonisiert. Sie können also nicht alle so gewesen sein. Waren sie auch nicht. Die meisten Kolonisten machten eine Phase mit leichten Krankheiten durch, bis sie sich an ihre neue Umgebung angepasst hatten. Als die Geth die Heimatwelt und unsere Kolonien übernahmen, sorgte die sterile Umgebung der Flottille dafür, dass unser Immunsystem seine Anpassungsfähigkeit verlor. Selbst wenn wir eine neue Welt kolonisieren, unsere eigene zurückerobern würden, wären langwierige biotechnische Prozesse nötig, bis wir uns wieder erholt hätten. Habt ihr aber nicht direkt am Anfang versucht, neue Planeten zu kolonisieren? Ich meine, bevor euer Immunsystem wieder so steril geworden ist, müsste auch einige Zeit vergangen gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ich mein ganzes Leben in einem Anzug leben könnte. Wir tragen den Anzug sogar innerhalb der Familie. Der intimste Kontakt zu einem anderen Quarianer ist eine Verbindung der Umweltanzüge. Erst werden wir krank, dann passen wir uns an. Es ist unsere wichtigste Geste von Vertrauen und Akzeptanz. Ich habe dafür allerdings noch nie jemandem ausreichend vertraut. Außer, naja, zumindest keinem Quarianer. Sie wissen, was ich meine. Ich weiß jetzt nicht, was ich sagen. Einfach so auf Stufe auf Wiedersehen sagen. Passt auch nicht gerade. Soweit ich mich erinnere, also ich würde eben Beziehung zu Ashley natürlich weiter hochhalten, aber ich sag's jetzt mal netterweise auch. Ich weiß den Gedanken zu schätzen, Tali, und mir geht es genauso. Aber Sie müssen mir nichts beweisen. Ich weiß. Das heißt, ich weiß es nicht, aber so habe ich das nicht gemeint. Es ist. Wow. Ziemlich heiß hier drin. Es ist nur so, dass es traditionell auch die Bereitschaft signalisiert für Intimitäten. Ich wollte nicht. Es ist nicht immer so. Eher. Wie kommen wir denn überhaupt auf dieses Thema? Aha. Moment mal. Das klingt ja, als würden Sie da etwas vorschlagen, Tali. Was könnte ich denn wohl vorschlagen? Ich meine, als junge Frau, die von einem tollkühnen Commander gerettet wird, der sie dann in seine Crew aufnimmt und sich anschickt, die Galaxie zu retten? Wie könnte sie wohl irgendeine Form von Interesse an ihm entwickeln? Ich hätte es doch nicht anschneiden sollen, Scheiße. Kacke. Es tut mir leid, wenn ich es schaffe, auf neutral zu spielen, dann ja, gut. Tali, das ist wirklich süß, aber ich empfinde nichts derartiges für Sie. Tut mir leid. Sicher, klar, natürlich nicht. Wieso sollten Sie auch? Ich habe das alles nur rein hypothetisch gemeint. Das mit dem Immunsystem und den Luftfiltern und so weiter. Oh, nee. Ich bastel hier noch ein bisschen rum. Danke für Ihren Besuch. Shepard, was kann ich für Sie tun? Er ist wirklich in Ordnung? Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Ich muss wirklich dieses Triebwerk reinigen. Später vielleicht? Okay. Zurück an die Arbeit. Wir reden später weiter. Ich fühle mich gerade richtig scheiße. Kacke. Okay, noch kurz Gespräch mit Gelbe schnell und dann Anzug wechseln. Ich brauche mal echt eine neue Rüstung. Ich glaube, für den letzten Abschnitt hole ich mir eine schwarz-rote Rüstung. Eine richtig geile schwarz-rote Rüstung. Ich fühle mich echt mies wegen Tali. Tschüss, tut mir echt leid, Tali. Ich wollte das so nicht ausdrücken, aber ich wusste nicht, wie ich das anders sagen sollte. Die Kollektoren haben also New Kenton angegriffen?
meine Tochter sind gerade noch rausgekommen. Sie ruhen sich in diesem Moment in San Francisco aus. Das sind gute Nachrichten. Schon, aber ich kannte viele gute Menschen in New Camden. Unsere Mission muss erfolgreich sein. Zum Glück hat Shepard das Kommando. Gut, dass ich das sagen habe. Okay, Kasuma, hast du vielleicht noch was zu sagen? Hallo? Da sind sie ja. Ja. Kaum jemand besucht Dr. Chakwas in ihrem Büro. Ich meine, außer wenn es um medizinische Hilfe geht. Es ist bestimmt einsam, von Leuten umgeben zu sein, die das Schiff gar nicht kennen, auf dem sie beide gedient haben. Da würde ich auch zum Brandy greifen. Tali, Gabs Joker? Ich meine ja nur. Gabby und Ken wären ein großartiges Paar, aber ich bezweifle, dass ihnen das jemals auffällt. Das werden wir noch sehen. Es kann sich noch einiges entwickeln. Ach, stimmt, das Essen. Commander, die Lebensmittel von Ihnen waren perfekt. Ich schulde Ihnen was. Ich habe bereits mein berühmtes Calamari Gumbo zubereitet. Hier, probieren Sie mal. Na gut. Ehrlich gesagt, basiert es auf einem Rezept der Asari. Ich finde es ja ein bisschen kannibalistisch mit den kleinen Tentakelköpfen und so. Aber vom Kochen verstehen die wirklich was. Wie auch immer, nochmals vielen Dank. War wirklich nett von Ihnen. Bitte gerne. Ich verstehe immer noch nicht, was diese Kapseln hin sollen. Sind das Tase-Kapseln oder... Zu kurz zum Hinlegen? Keine Ahnung. Wenn sie kurz zum Hinlegen sind, warum ist da so ein Fenster davor? Shepard, brauchen Sie was? Ja, ich würde nochmal gerne mit Ihnen reden, mein bester Freund, ne? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Sicher. Ich schlage sowieso nur die Zeit tot. Ich wollte Ihnen nochmal für Ihre Hilfe bei Sidonis danken. Gerne. Was auch immer die Kollektoren, Reaper oder wer uns sonst noch verfolgt vorhaben, ich bin sicher, dass Sie die Mission zum Erfolg führen. Danke. Glauben Sie wirklich, dass wir auf etwas Schlimmeres als Kollektoren oder Reaper stoßen werden? Ich rechne immer mit dem Schlimmsten. Dann besteht zumindest die geringe Chance, angenehm überrascht zu werden. Ich könnte das nicht ohne Sie machen, Garrus. Natürlich könnten Sie das. Nur nicht so elegant. Es ist schon komisch, auf einem Schiff der Menschen in einen Selbstmordeinsatz zu ziehen. Ihre Leute bereiten sich auf riskante Operationen völlig anders vor als Turianer. Aha. Ich dachte, Sie wären riskante Missionen auf Schiffen der Menschen gewöhnt. Denken Sie doch nur an die Verfolgung von Saren nach Ilos. Schon, aber das ging ja schnell. Wir sind losgedüst, haben ein paar Geth in die Luft gejagt und dadurch die Galaxie gerettet. Dieses Mal sind da Miranda und Cerberus und diese VI und alle erzählen uns ständig, mit wem wir uns da anlegen. Blinder Optimismus ist mir wesentlich. KI, nicht VI. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Mal im Ernst, Garrus. Wie schätzen Sie unsere Chancen ein? Im Ernst. Die Kollektoren haben Sie schon mal getötet. Und Sie sind deshalb lediglich stinksauer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sie diesmal aufhalten können. Aber unerforschtes Gebiet, überlegene Technologie und die Kollektoren? Wir werden Verluste haben. Daran besteht kein Zweifel. Keine schöne Analyse, ich weiß. Aber keine Sorge, ich sag's nicht weiter. Und ich bleibe in jedem Fall dabei. Unterschätzen Sie mal, Shepard. Haben Sie es je bereut, C-Sicherheit oder das turianische Militär verlassen zu haben? Keine einzige Minute. Wenn ich es mir recht überlege, Shepard, bin ich wohl kein besonders guter Turianer. Wenn ein guter Turianer einen schlechten Befehl bekommt, befolgt er ihn. Er beschwert sich vielleicht, aber er kennt seinen Platz. Aber ich sehe keinen Sinn darin, still und höflich zu bleiben. Nicht, wenn die Galaxie auf dem Spiel steht. Aha. Wie bereiten sich Turianer denn auf riskante Missionen vor? Normalerweise durch Gewalt. Auf turianischen Schiffen herrscht mehr Betriebsdisziplin als bei der Allianz. Dafür gibt es weniger persönliche Einschränkungen. Unsere Commander führen ein strenges Regiment, aber sie wissen, dass wir Dampf ablassen müssen. Auf turianischen Schiffen gibt es Fitnessräume, Kampfsimulationen und sogar Vollkontakt-Sparring, was immer den Leuten hilft, Stress abzubauen. Aha. Soll das heißen, auf turianischen Schiffen kämpfen Crewmitglieder vor einer Mission gegeneinander? Natürlich unter Aufsicht. Niemand riskiert eine Verletzung, die Mission gefährdet. Es ist auch eine gute Methode, Streitigkeiten freundschaftlich beizulegen. Bei einer Mission sollten wir mal eine Piratengruppe der Batarianer angreifen. Höchst riskante Sache. Diese Aufklärungsspezialistin und ich kriegten uns in die Haare. Blanke Nerven hauptsächlich. Sie hat vorgeschlagen, die Sache im Ring zu klären. Ja. Sie haben sie bestimmt mit sanfter Gewalt niedergerungen. Also eigentlich waren wir beide die besten Nahkämpfer auf dem ganzen Schiff.
Ich hatte den Reichweitenvorteil, aber sie war sehr gelenkig. Es war brutal. Nach 9 Runden entschied der Unparteiische auf Unentschieden. Viele hatten Wetten abgeschlossen und fanden das gar nicht gut. Wir setzten unseren Ringkampf dann in ihrem Quartier fort. Ich hatte den Reichweitenvorteil, aber sie war sehr gelenkig. Stress lässt sich eben auf vielerlei Art abbauen. Gäbe es. Du Frauenheld, du. Na gut, danke fürs Gespräch. Danke für das Gespräch, Garrus. Wir sehen uns später. Natürlich. Okay, mal gucken. Neue Rüstung schnell anziehen und dann in den nächsten... Oh Gott. An dem Essen heute Abend ist irgendwas anders. Ich tippe auf mehr Lebensmittel und weniger schlechte Laune. Ja, ja. Reden Sie nur. Na gut, ich glaube dann in der nächsten Folge werden wir uns, denke ich mal... Ich denke, für die ganze Zeit will ich, glaube ich, Ilium sagen. Tochanka mache ich, glaube ich, mit als... So, Fische füttern. Danke. Ach, haben wir hier mal einen Hamster. Hey, Freundchen. So, wieder weg. Ach ja, hier. Ich will nichts sagen, ist aber nicht ziemlich gefährlich, das hier auf dem Schiff zu lassen. Ein falscher Tastendruck und das Ding verwandelt sich in eine riesige Kugel und das würde richtig großen Schaden machen. Na gut. Nun gut, neuer Helm. Das sieht scheiße aus, nein. Hatte ich das schon mal gehabt? Ja gut, ich kann das mal kurz anziehen, mal. Das hatte ich, glaube ich, noch nicht an. Das sieht doch schön aus. Na gut, nur so. Probieren wir es mal. Warum nicht? Kann man machen. Mal zu abwechseln mal. Erstmal Farbe ändern. Grün hatten wir schon, gelb hatten wir, rot hatten wir auch. Wie wäre es mit so einer Orangefarben? Wird eigentlich zu Elon passen, da ist das Hauptquartier die Eclipse. Okay, die tragen zwar gelb, aber orange passt auch schön, oder? Gelb. Ja, so. Ja, passt. Na gut, das ist unsere neue Rüstung. Dann reisen wir zunächst nach Ilium. Und damit war es das für diese Folge. Unsere Schiffssammlung wächst davon auch wunderschön. Sehen wir uns gleich in der allerletzten Folge nochmal ein bisschen genauer an. Und damit würde ich sagen, danke dafür, dass ihr zugeschaut habt und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Möge Mass Effect mit euch sein. Ciao.